Willkommen zurück zu Mario Maker, heute wieder mit Leveln, die noch niemand abgeschlossen hat oder auch nicht abschließen wollte. Das hier sieht schon mal sehr gefährlich aus, ja, das Thumbnail zeigt nichts an, aber schon 127 Versuche drin und ein riesig langer Roman als Beschreibung, der wahrscheinlich wichtig ist zum Verständnis dieses Levels, aber was willst du machen, ne? Ich muss 3 Piece was erreichen? Auslösen. Nur auslösen. Ich war noch nicht fertig mit Lesen, da habe ich schon Spikes im Gesicht. Das interessiert mich alles gar nicht, was da oben ist. Ich mache eine spannende Fahrt mit der Knochenbahn, die hier zu Ende ist. Kann man das schaffen? Nee, oder? Ja gut, dann ist das wohl nur für die Münze. Wie wär's, wenn hier die 3 P-Switches drin sind? Da würde ich mich mega drüber freuen. Nein, da sind nur 3 Podobos drin. Wow! Warte mal! Wie komme ich hier überhaupt irgendwo hin? Alter, reicht das wirklich nicht? Was ist denn da noch so? Das habe ich befürchtet. Wenn hier ein Schalter wäre, ne? Wenn hier ein Schalter wäre, irgendwo, dann würde die Knochenbahn ihren Weg ändern. Stellt sich nur die Frage, wo ist hier ein Schalter? Ich habe keinen gesehen. Nein! Wieso ist Toadettes Schädel denn so riesig, Mann? trotzdem, was habe ich denn davon? Will ich den überhaupt aufziehen? Vielleicht hat irgendeiner dieser Gegner was. Aber das tötet die ja nicht, ne? Die landen jetzt nur da unten. Ja, supi. Und laufen aus dem Bild. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Bonk. Da oben, warte, ist da oben ein Schalter? Nee, da ist ein... Lol, das habe ich irgendwie noch nie gesehen. Dass da so ein Block ist. Der verhindert, dass man über die Spikes drüber kann. Ich wusste nicht, dass das so gelöst ist vom Spiel. Den kann man ja nicht setzen, diese Art von Block. Lul. Ja, Ablenkung schön und gut. Helm schön und gut. Bringt mir leider alles überhaupt nichts. Wie kann das sein, dass es irgendwie nirgendwo hingeht, ne? Das ist das Faszinierende. Wie kann das sein? Oh, ich hab's endlich geschafft. Das ist irgendwie ein Pixel. Und davon habe ich jetzt noch nicht mal was. Das ist... Ah doch, da drüben. Scheiße. Oh Gott. Wahrscheinlich muss man... Oh mein Gott, alles klar. Ist mal wieder nur halb so wild, wie ich gedacht habe. Was? Doch, hier geht's rein. Doch nicht? Das sieht hervorragend aus. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Pick a pipe. Ja, help me. Okay, noch ein bisschen höher. Offensichtlich. Bestimmt wieder irgendwas versteckt, oder? Oh, das ist aber ungut. Das ist ungut. Yay. Ich will hier nicht stehen bleiben. Oh mein Gott. Yes, yes. Ich glaube, das ist das Level für den Part, oder? Das kriege ich nicht einfach mal so schnell abgeschlossen. Das ist die absolute Grütze. Wie zufällig das einfach ist, ne? Ob man da hochkommt. Es ist besser, nicht zu twirlen. Voll unintuitiv, aber irgendwie ja. So, haben wir hier noch was Interessantes drin? Hey, das ist das Anfang des Levels, also das Thumbnail. Muss ich etwa über den Blooper? Aber letztendlich hätte ich davon sowieso nichts, oder? Das sieht nicht so aus, als wäre da oben irgendwas. Nee, irgendwie nicht. Ich bleib mal bei Röhre Nummer 2. Ist die einzige, die mich bisher durchgelassen hat. Nur weiß ich hier irgendwie auch nicht, wo ich hin soll, ne? Oh nein, hier kann man landen? Ich habe ja keinen Schlüssel. Was bringt's mir, da rüber zu gehen?
könnte nochmal von hier oben so ein YOLO machen. Ach nee, da ist direkt Wand. Da ist direkt Wand. Warum ist da nochmal ein Trampolin? Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Darauf kann ich mich jetzt schon mal einstellen. Nichts wird Sinn ergeben. Wo ist der Schlüssel? Warum ist hier kein Schlüssel? Ich meine, er hatte am Anfang einen unsichtbaren Block. Kann man sich schon mal darauf einstellen, dass das nicht der einzige war. Ich treffe doch niemals diese Plattform hier, oder? Ich habe doch keine Ahnung, wo die ist. Reiner Zufall. Oh! Vielleicht ist das ja was. Oho! Und hier ist einer der P-Switches. Einen Stern gibt's auch noch oben drauf? Ich weiß ja nicht. Nein, jetzt bin ich wieder hier. Was ist das denn für eine Grütze? Aber, Moment. Und zwar... Oh, ich dachte, ich kann mich direkt wieder an der Ranke festhalten. Geht wohl nicht. Jetzt komme ich hier durch. Okay. Einer von denen hat den Schlüssel. Es sei denn, das alles ist ein einziger riesiger Troll. Selbst wenn er den Schlüssel hat, ist es ein einziger riesiger Troll. Muss ich jetzt auch noch bewusst das machen? Okay, ich habe ihn wohl erwischt. Aber was, wenn da noch mehr sind? Was, wenn noch mehr Schlüssel da sind? Die Wahrscheinlichkeit wird es ja fast schon sagen. Aber es wird immer schwieriger, je weniger Goombas da sind. Ich lasse das jetzt. No! Ich will auf jeden Fall den Helm bis hierhin behalten. Dann halt nicht. Vielleicht sollte ich auch durch die andere Tür gehen. Vielleicht wäre das viel cleverer. Okay. Da ist auch noch dieser Feuerbalken, der ab und zu von unten hochkommt, ne? Erstmal die Situation überblicken. Ich weiß nicht, was das werden soll. Vielleicht hat einer der Spikes die Antwort. Nein, da sind auch Hammerbrüder. Okay. Weiß gar nicht, warum er mich hier auslacht. Nein! Oh, Jesus Christ, was für ein Crap ist das schon wieder? Wie weit sind die entfernt? Die ist ja nicht. Die ist ja nicht so weit entfernt, die Plattform. Vielleicht sollte ich lieber von hier unten dahin springen. Und den Stern lassen, wo er ist. Er bringt mir sowieso nichts. Mhm. Das sieht doch schon mal hervorragend aus. Ha. Secret. Das heißt, ich habe den Schlüssel jetzt verschwendet, oder? Und kann nichts mehr machen. Warum ist das so hässlich? Das ist die. Okay. Da könnte man ja dann auch so hinspringen, wenn man von ganz oben... Das tut natürlich schon, das zerrt an den Nerven, das hier jedes Mal machen zu müssen. Diesmal habe ich wenigstens den Helm dabei. Was für eine Grütze. Es ist am besten, man springt einfach wahllos dagegen. Man kann das nicht absichtlich machen hier. Wo ist denn der Schlüsselträger jetzt? Diesmal... Ach. So, jetzt kann es natürlich sein, dass der Schalter auch noch auf einer bestimmten Stelle sein muss. Dann habe ich natürlich jetzt schon verloren, aber egal. Das ist auch die Stelle von der anderen Seite hier, ne? Ich erkenne das. What? Muss das? Ah.
Ich schaff's nicht, ich komme an den nicht ran. Und der hat noch nicht mal irgendwas. Der hat noch nicht mal irgendwas. Außer einen an der Klatsche. Was für ein Quark, ey. Ich könnte eigentlich den P-Switch auch hier schon aktivieren, ne? Ich muss mir nicht diesen Krampf machen, den bis hierhin mitzunehmen und dann über die Ranken und die Spikes. Ist ja Quark. Ich hasse das. Wie kann man so viel Pech haben? No. Was? Das ist einfach nur reine Verblödung, diese Stelle, ne? Wirklich, reinste Verblödung. Was habe ich denn jetzt überhaupt davon, hier zu sein? Gar nichts. Ich muss mal versuchen, mit so einem Swamp nach oben zu fahren oder so. Ah, da kommt ja noch was von unten hoch. Hab ich komplett vergessen. Ich glaube, ich kann das Level nicht abschließen. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Irgendwo random Schlüssel finden, die in unsichtbaren Blöcken versteckt sind. Oder in random Gegnern, was weiß ich. Das ist echt zu dumm. Das kann ich mir nicht leisten. Diese Hirnzellen zu verlieren beim Spielen dieses Levels. Ich habe nicht mehr so viele übrig. Wenn ich nur wüsste, was dieser Stern da soll, ne? Ich kann mir das nicht erklären. Was ist, wenn hier was Cooles passiert, wenn man jetzt mit P-Switch in diese Röhre hier reingeht? Hätte ja sein können, ne? Dass da oben irgendwie Blöcke sind und man dann... dass da was runterfällt. Will er eigentlich wirklich, dass man über diesen Blooper da nach da oben geht? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist, selbst für japanische Verhältnisse zu krass. Oh no. Aber selbst, ne, da oben ist ja auch gar nichts. Vielleicht sind da unsichtbare Blöcke, man weiß es nicht. So, jetzt habe ich zwei Schlüssel. Komme ich jetzt nochmal zurück? Die Röhre ist nichts, die Röhre ist eine Sackgasse. Das bringt mir nichts, ne? Wenn ich diesen zweiten Schlüssel irgendwie zurückbringen könnte, das wäre episch, aber ich weiß nicht. Ich muss ihn ja jetzt hergeben, um hier wieder zurückzukommen. Letztendlich ist es also völlig egal. Und das ist unmöglich. Hier kommt man nicht nochmal zurück. Nope. Das ist sinnlos. Ich krieg den Schlüssel da nicht nochmal zurück. Also, ohne sie beide einzusetzen. Ach Leute, wisst ihr was? Das macht keinen Sinn. Ich bin mir sicher, sämtliche 3P-Schalter und alle Schlüssel, die man zum Abschließen dieses Levels braucht, sind irgendwo in unsichtbaren Blöcken versteckt. Das Level hat ansonsten nichts zu bieten. Geben wir einfach auf. Lassen wir das jemanden anderes machen. Das ist schwachsinnig. Spielen wir stattdessen lieber ein Dunkellevel. Da habe ich jetzt wesentlich mehr Bock drauf und das will einiges bedeuten. Bleiben wir wenigstens mal im Land der aufgehenden Sonne. Was hat man denen eigentlich gegeben, ey? Das möchte ich gerne mal wissen. Oder es sind alles Dreijährige, die Level bauen. Wahrscheinlich eher das. Sollte man draufschreiben, wegen verschluckbarer Kleinteile nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Was ist das hier überhaupt? Ich kann schon wieder nirgendwo hin, oder was? Ich muss mich beruhigen. Kann ich so einen mitnehmen? Ja, das ist, das weiß ich. Wahrscheinlich soll man das gar nicht. Kann ich meine Aussage nochmal zurücknehmen und ich habe vielleicht doch keinen Bock auf ein Dunkellevel? Die Hitboxen von denen, ne? Ich kann nicht. Ich komme nicht drauf klar.
Ich hätte da gern ein bisschen mehr Licht, aber das kriege ich hier nicht. Mhm. Das sieht doch eigentlich ganz vielversprechend aus, hier durchzugehen. Dankeschön. Ah, verfolgt mich! Das ist das Ziel. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Aber muss ich, glaube ich, auch nicht. Ja, das hat mir doch jetzt einen sehr, sehr großen Confidence-Boost gegeben. Machen wir direkt noch ein Dunkel-Level. Agent Dollar. Er hat mindestens... Das Budget für dieses Level war riesig. Es ist mega genial. Ich weiß es genau. Irgendwie bei New Super Mario kriege ich halt sofort Gänsehaut. Aber nicht die gute, sondern aus Angst. Reine Panik. Muss ich hier etwa schon wieder P-Switches sammeln? Wenigstens ist es keine Zielbedingung. Wo sterbe ich? In was laufe ich rein? Ja, hier zum Beispiel. Lauf, Toadette! Hey, ich hab Spaß. Ja, der dicke Schädel. Ich liebe das. Was, selbst durchrutschen kann man hier nicht? Ja, okay. Mit Gewalt geht alles, weil der Kopf sehr weich ist. Er ist groß, aber auch sehr weich. Oh, das ist gar nicht die Tür, die man gesehen hat. Voll der Fake-Out. Ja, dann kommt man da ja nie dran vorbei. Geht nicht. Die Kugel kommt jedes Mal wieder. Kann man hier oben durch? Das geht nicht. Bisher gab es aber doch gar keinen anderen Weg. Vielleicht kann man die auch ganz komisch despawnen. Oder sie geht durch irgendwas anderes kaputt. Ah, warte mal. Ah, hätte ich eigentlich auch gleich drauf kommen können. Mir gefällt, was ich sehe. Oh, okay. Jetzt habe ich diesen Schalter aktiviert. Ich sehe gar nicht den Grund, warum ich den Schalter aktivieren sollte. Das ist die einzige Stelle mit roten Blöcken. Ich will das nicht. Wir lassen das einfach bleiben. Oder vielleicht muss ich das machen, damit die nachher sich nicht da hochgraben, wenn ich den nächsten P-Switch holen will, ne? Das kann durchaus sein. Trotzdem, für den Moment lasse ich es mal hierbei. Und gebe mir Mühe, den P-Switch zurückzutragen. Oh yes. Voll klaustrophobisch hier. Aber wenigstens gibt's... Ja, der Weg ist relativ klar. Wenn mich das jetzt da reingeschleudert hätte. Ich hätte ein bisschen gelacht, aber auch geweint. Diese Enge, sie macht mich wahnsinnig. Nein. Dieser Effekt ist nicht sehr... Ich fall direkt in diesen... Ding rein jetzt. Ich kann's riechen. Nein, wieso löst sich das nicht auf? Oh, die Musik hat mich reingelegt. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das ist sehr schlimm. Weil ich muss ja jedes Mal jetzt den P-Switch holen, um das machen zu dürfen. Auswendig lernen. Habe ich sowieso wahnsinnig gern. Oh Gott, den habe ich ja komplett vergessen. Ah, Scheit. Ich hätte sie fast wieder vergessen, dieser Gang. Das Level ist extrem einschläfernd, ne? Da muss man gucken, dass man nicht die Konzentration runterlässt. Ich bin wirklich fast dafür, diesen Gang zu säubern von den Maulwürfen. Ich will den sauber machen. Oh mein... Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Verschieben wir es auf später. Weil das ist echt ein Krampf, die da zu killen. Ich werde es auch nochmal probieren mit einfach nur durchrennen. Und hoffen, dass man sie dann alle über den Haufen springt. Aber
Who knows? Oh, ist das anstrengend. Hey. Zumindest war es irgendwas in die Richtung links, rechts, links, rechts. What the... Nein! Nein! Wie ätzend diese Treppen einfach sind, ne? Das geht echt nicht klar. Wenigstens passt das vom P-Switch-Timing sehr gut, wenn ich den da vorne aktiviere. Dann falle ich genau... Hat doch jetzt die ersten beiden Male super gepasst, oder nicht? Oh, macht mir halt Angst. Sei du mal kurz ruhig. Okay. Ach, ich dachte schon, ne? Für einen kurzen Moment. Wirklich? Wofür ist dann der ganze andere? Der Schalter hatte wirklich keine... Okay. Ja, das Level war aber eigentlich ganz lustig. Es hatte zumindest ein Thema. Es hat sich Mühe gegeben. Das hier hat gar keine Beschreibung. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Vielleicht ist das Level so einfach, dass es keine Beschreibung braucht. Kuribo? Ich glaube, das sind die Goombas, ne? Die heißen, auf Japanisch heißen sie so. Ja, kommt durchaus hin. Hier sind einige. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Jetzt hat das Spiel für mich entschieden, dank dieses Wandsprungs, den ich nicht machen wollte. Nein! Zu viele Kuribos! Aber wenn ich hier jedes Mal wieder eine Blume kriege, dann ist mir das eigentlich auch wurscht. Hab nur das Gefühl, ich mache hier gerade Pick-a-Path und am Ende stehe ich dumm da. Okay, mehr Blumen. Blumen! Ja, ist super, dass die unverwundbar sind, so kurz. Oder so lang, besser gesagt. Ich will hier durch! Ich wäre scheißegal gewesen, wo ich hin wäre. Das sieht supi aus. Kann man da unten stehen? Die Goombas können es nicht. Na gut, hier muss man sich ja treffen lassen. Geht ja gar nicht anders. Kriege ich ein neues Power-Up? Danke. Oh, diesmal ist es aber nur ein Pilz. Es sind gestackte Power-Ups und da ist es auch schon wieder weg. Da ist das Ziel? Ja, das ist es. Das ist es. Man kommt da durch. Sehr schön. Der Anfang hier ist noch die größte Grütze. Was werden dann hier oben überhaupt gewesen? Ach, eine Münze. Wer will denn sowas? Wieso kommt da manchmal nichts raus? Das ist schon sehr strange, ne? Letztendlich ist auch völlig egal, was ich hier mache. Solange ich nur die Blume verliere, kriege ich jedes Mal wieder eine. Nach jedem Hindernis. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja, das kann sich nicht entscheiden, ne? Ob der jetzt was... Oh nein. Diese Wandsprünge, ey. Ist die schlimmste Mechanik, die je in Mario erfunden wurde. Das hätten sie nie einführen dürfen. Zumindest nicht für 2D-Marios. In 3D-Marios ist es ja in Ordnung. Aber für 2D, das ist so... Ich hasse Wandsprünge. Hier ein bisschen warten, damit man eine gute Base hat. Dann kann man da eigentlich auch nicht verlieren. Lass mal überlegen. Nein, genau das wollte ich nicht. Scheißendreck. Okay, jetzt habe ich's. Jetzt kann ich mich treffen lassen. Ah. Super Mario Solar System. Ich will das spielen. Flieg nicht zu nah an die Sonne. Von Dr. Trome. Yay! Galaxy-Musik.
Hinten fliegt der Hund vorbei auf seiner Rakete. Es ist nicht die rote Rakete, es ist die grüne Rakete. Oder Türkis. Es gibt Münzen zu sammeln. Mhm. Tschüssi. Noch bin ich noch nicht zu nah an der Sonne. Ach, ich bin... Oh. Was soll ich denn davon halten? Für Explorationslevel ist das halt wirklich das Schlimmste. Es ist da weggeflogen. Weil jetzt kannst du wirklich jeden Winkel, jede Ecke des Levels theoretisch untersuchen. Aha. Na ja, gut, aber ich bin zu langsam, um damit irgendwas anfangen zu können, oder? Okay, was ist hier denn los? Vor allem, was für einen Sinn haben denn jetzt noch die Hindernisse, wenn ich um die einfach drum rumschwimmen kann? Aha. Das ist ein fettes... Ist das ein Planet? Wahrscheinlich. Oh, man kann sogar in den Planeten rein. Das ist witzig. Hm. Ah, ich habe wieder festen Boden unter den Füßen. Ich liebe die Swamps in diesem Spielstil. Vor allem begreife ich sie nicht. Ich weiß nicht, was die machen. Also wenn man ihnen den Rücken zudreht, dann kommen sie langsam näher mit ihrem Blick. Aber wann fallen sie? Wann fallen sie? Erst wenn sie sich exakt über einem befinden, das ist super weird. Muss ich mir mal merken. Kommt selten vor. Jetzt habe ich natürlich meine Blume ganz dumm verloren. Hi. Wenn wir uns hier im Weltall befinden, was ist das dann da unten? Die Grenze des Universums? Das hat mich schon immer mal interessiert, was da ist, wenn ich ehrlich bin. Jetzt wissen wir es. Lava. Okay, hier ist ein grüner Planet. Was kann man mit dem machen? Kann man in den auch rein? Mhm. Warte, da komme ich doch her. Das hier habe ich mir noch nicht angeschaut. Aber da unten ging es auf jeden Fall nicht rein. Also weiter nach oben. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine Zeit. Es könnte knapp werden, wenn das so weitergeht. Wieso kommt da jetzt so ein Viech raus? Womit habe ich das denn verdient? Hm. Ach, und hier ist die Schlüsseltür. Hm. Habe ich mich wohl nicht gut genug umgesehen. No, wieso sind da noch mehr? Das gönne ich mir jetzt mal hier. Nice Stein. 3 Münzen abgespeichert. Und da oben... Ach, ich habe das irgendwie überhaupt nicht gecheckt, ne, dass das ein vertikales Level ist. Ah, Doppel-Checkpoint. Das heißt, man darf jede Münze theoretisch abspeichern. Das ist ja, sagen wir mal ehrlich, das ist ein cooles Level. Vom Konzept her, die Planeten besuchen. Münzen darf man abspeichern. Ab und zu findet man so eine Perle. Plopp. Die nehme ich mal mit. Da ist nichts, oder? Er wollte wahrscheinlich die Optik nicht zerstören. So, was hat der hier noch im Petto? Sollte er mich nur nerven? Oder hat er noch was? Wäre aber dumm, wenn er einen Schlüssel hätte, ne? Macht nicht wirklich Sinn. Das ist die Sonne. Es hat geheißen, ich soll nicht zu nah an die ran. Oh oh. Aber es gibt eine rote Münze. Ich zisch hier einfach durch. Ich hab sie.
habe die Münze aus der Mitte der Sonne geholt. Wie sie jetzt aussieht. Ich habe kein Interesse an dir, Larry. Es tut mir sehr leid. Spike-Planet. Das hätte mich fast nochmal erwischt. Ja gut, macht keinen Sinn, das jetzt abzuspeichern, den Schlüssel. Der ist so oder so weg. Wenn ich jetzt nochmal drauf gehen sollte. Deswegen mache ich mich jetzt auf zur Schlüsseltür. Dang it. Die Ungeduld, ne? Ist schlimm. Ist schlimm mit mir. Ey, geschafft! Ja, das war ein nices Level. Ohne Witz, das war ein echt nices Level. Okay, das hört sich noch interessant an. Ja, es hat ihn eine Stunde gebraucht, um das Level hier abschließen zu können, also den Ersteller selber. Aber die Abschlussprüfung ist nur 18,5 Sekunden. Da gucken wir mal rein. The Caves Part 1. Vielleicht ist es furchtbar schlimm, ich weiß nicht, ob ich das dann noch spiele, weil wir uns jetzt schon sehr weit im Part befinden. Oha. Nein, wieso funktioniert das in diesem Spiel einfach nie? Das ist so schlecht programmiert, ne? Okay. Sowas in der Art habe ich gehofft. Heißt das, ich soll rennen? Falls man es hätte erkennen können, ich habe es nicht erkannt. Das ist ein Checkpoint wert. Hm. Dieser Raum sieht furchtbar aus. Warum sollte ich da rein? Es gibt ja nichts, was ich sammeln muss. Schade. Schade. 18 Sekunden. 18,5 Sekunden. Was ist die Tür? Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn. Oh! Ich kann doch auch einfach hier reinlaufen, oder nicht? Aber sowas von. Kommt ihr jetzt wirklich nochmal zurück? Hä? Was ist das denn? Kann es sein, dass ich hier irgendwas schnell machen muss? Wahrscheinlich, oder? Ist einer, vielleicht hat einer der Beatles einen Schlüssel und ich muss es schaffen, den rechtzeitig abzuschießen. No! Oh, wow, 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 wow. Oh. Das wär's doch jetzt gewesen, oder? Warum zeigt die Münzspur da in den Abgrund? Das ist irgendwie... Irgendwas ist hier doch nicht in Ordnung. Ha. Das ist wirklich alles. Okay. Das kriege ich hin. Eine Stunde. Eine Stunde. Würde mich ja echt mal interessieren, was daran eine Stunde gedauert hat. Vielleicht um es zu bauen? Nee, er hat gesagt, um es abzuschließen, ne? Naja, Leute, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich für dieses Mal. Es gibt so viele interessante Level hier noch, sehen alle wunderbar aus, aber für heute habe ich einiges geschafft. Außer das hier, das ist, wie sieht denn das aus auf der Anzeige? Ja, das ist nicht besonders lang, ne? Kommt halt wirklich nur darauf an, dass man diese ganzen versteckten Sachen findet. Das ist zu ätzend. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.